Wir alle kennen ja Chief Palpatine, den Senator der Republik, der insgeheim als der Sith Darth Sidious die Fäden der Separatistenbewegung zog, zum Kanzler der Republik gewählt wurde, den Befehl gab, die Jedi auszulöschen und sich schließlich selbst zum Imperator seines eigenen Imperiums erklärte. Doch in den Star Wars Filmen bekommen wir so gut wie keine Informationen darüber, was Palpatine in seiner Freizeit tat. Und genau darum geht es heute in diesem Video. Chief Palpatine wuchs als Sohn einer wohlhabenden Familie auf dem Planeten Naboo auf. In seiner Jugend interessierte er sich stark für Swoop-Rennen, weshalb er auch in seiner Freizeit oft mit Swoop-Bikes unterwegs war und sogar bei einigen Rennen teilnahm. Zu dieser Zeit entdeckte Palpatine auch die Existenz der dunklen Seite der Macht und auch seine eigene Machtsensitivität. Er gab das Geld seiner Familie hauptsächlich dafür aus, um Sith-Artefakte auf dem Schwarzmarkt zu kaufen, um diese dann in seiner Freizeit studieren zu können. Darunter befanden sich sowohl antike Texte als auch Holocrons. Nachdem Palpatine den Moon Hego Damask, der gleichzeitig auch Darth Plagueis war, kennengelernt und von diesem als Schüler angenommen worden war, nutzte Palpatine einen Großteil seiner Freizeit dazu, die Fähigkeiten der Sith zu erlernen und seine politischen Fähigkeiten zu verbessern, um in den Senat der Republik zu kommen. In dieser Zeit lernte er auch Kunstwerke wie Statuen und Bilder zu schätzen, weshalb er bis zu seinem Tod immer wieder einen Teil seiner Freizeit dafür opferte, um nach den besten Kunstwerken zu suchen und sich mit diesen zu umgeben. Während seiner Amtszeit als Senator und Kanzler entdeckte Palpatine auch das Theater und die Oper für sich. Er besaß als Kanzler sogar seine eigene VIP-Loge im Opernhaus der Galaxis auf Coruscant, von welcher aus er sich regelmäßig Aufführungen ansah. Nach der Machtübernahme als Imperator konzentrierte Palpatine sich vor allem darauf, die Geheimnisse der Macht aufzudecken und nach einer Möglichkeit zu suchen, durch die Macht unsterblich zu werden. Auch dafür verbrachte er viel Zeit damit, nach alten Sith-Artefakten zu suchen oder suchen zu lassen, um diese dann in seiner Freizeit studieren zu können. Aber auch er selbst verfasste seine eigenen Texte über sich selbst und seine Geschichte, die Sith und über die Künste der dunklen Seite, wodurch im Laufe der Jahre einige Bücher entstanden, die von Palpatine verfasst worden sind. Zudem trainierte Palpatine in seiner Freizeit viele Spione und Adepten der dunklen Seite, von deren Existenz sonst niemand etwas wusste. So besaß Palpatine seine sogenannten Hände, wie Mara Jade, die für ihn geheime Missionen ausführten, seine Untergebenen überwachten und für ihn Personen ausschalteten. Das war es aber auch schon, was wir über die Freizeitaktivitäten Palpatines wissen. Was sagt ihr? Hat euch irgendeine von diesen Aktivitäten überrascht? Und habt ihr selber noch Videovorschläge mit Themen, die euch interessieren? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und auf die Glocke klickt, dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wenn ihr jetzt noch mehr von mir sehen wollt, schaut mal hier oben rechts in die Infokarte, wo ich euch ein Video darüber verlinke, warum Blockaden in Star Wars immer nur an einer Stelle über einem Planeten sind. Und eine neue Folge meines Star Wars Empire at War Canon Timeline Mod Let's Plays verlinke. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein!